ein Rabe, genauso rabenschwarz wie das Nichts. Am Anfang war ein einsamer Gott. Er lebte auf einer kleinen Wolke, um seine Langeweile zu stoppen. Fing er an, ein großes Croissant zu backen. Er wusste nicht, dass er in einem Glas auf einem Schreibtisch stand. Aber er hatte die Idee, die dunkle Leere zu beenden. Bevor der Drache Moral auf die Welt kam, war die Welt reines Chaos. Die Menschen konnten nicht sagen, was sie wollten, und deswegen kam Streit und Unruhe auf die Welt. Sie konnten nicht sprechen, also versuchten sie sich, in Zeichen zu unterhalten. Mein Fabelwesen brachte die Farben auf die Welt. Auf der Welt war alles schwarz und weiß. Wenn ein Papagei vorbeiflog, war er nicht so bunt wie jetzt. Nein, er war schwarz. So begann die Geschichte vom Frohnmeyer. Als er noch klein war, wussten seine Eltern nichts von seinem großen Talent. So ging sein Leben erstmal weiter, bis er groß war. Und dann kam der Tag,